Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Lona-Projekt. Ja, Feld 25, wie ihr oben erkennen könnt, ist abgeschlossen. Das ging sich auch witzigerweise, ohne dass wir auch nur einen einzigen Euro bekommen haben. Genau mit einem Ballen auf. So, er steht hier draußen, weil ich eigentlich dachte, der Rest ist für... Moment, stopp. Ist für die BGA. Allerdings habe ich zwei neue. Wo will er hin? Da will er hin. Das geht zu... Ja, witzig. Ja, Scheune kennen wir ja. Hast du diese denn auch mit Ausrufezeichen? Nee, es ist alles... Offensichtlich gehen die beiden Felder, also die 23, da ist der Krone schon am Mähen. Der scheint auch gleich fertig zu sein. Wobei hier wieder unser kleiner Bug aufgetaucht ist. Die 3 noch dazu angenommen. Auf der 19 ist der 10T am Sojabohnen ernten. Und was war noch? Irgendwo sind wir am Striegeln. Ich glaube auf der 11, genau. Die 11 lebt wieder. Wir striegeln die 11. Da das hier aber nicht zu dieser Scheune geht... Können wir die ja doch. Weil ich hatte jetzt gedacht, der schmeißt uns die dann jetzt in die... Ach, den willst nicht? Warum nicht? So. Der schmeißt uns die jetzt in die... In die nächste Mission. So, wenn ich dich von hier aus jetzt zur BGA schicke, bringt das was? Das haben wir gedacht. Die Ausfahrt ist nämlich auf der anderen Seite. Nee, nun hör mal auf. Das kann vor allen Dingen mal weg. So, nun aber. Dann verschaffen wir uns mal kurz einen Überblick. Ja, hier die 11 Arbeit beendet. Wer die Arbeit beendet, ohne dass die Mission fertig ist. Die 11 striegeln. Hier wurde... Was wurde denn hier? Ah, der Drescher hängt fest. Ja, ein ganz witziges Thema. Ja, das ist aber wieder so eine Ecke da. Ich glaube, du wolltest hier hin, kann das sein? Ja, lassen wir ihn erstmal abtanken. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast nur einen Anlauf, also. Ihr macht das schon. Du hast die Arbeit beendet. Das ist in Ordnung. Dann kannst du jetzt auf der 3 weitermachen. Mähen 13. Dann haben wir da wahrscheinlich zuletzt Heu gemacht, wenn ich das hier nicht Schwart genannt habe. Dann schicken wir ihn da erstmal so hin. Nee, stopp. 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 Er hat das hier ja gar nicht richtig gemacht. 23, Mähen Schwart. Dann würde ich sagen, das probierst du nochmal. Keine Ahnung, wo das Phänomen jetzt wieder herkommt, aber... Was
was wir natürlich auch machen können, jetzt sind wir ein bisschen schneller. Wir bringen ihn zum Startpunkt. Ja, 1, 2, fast 3 Bahnen, das die beiden Heckmähwerke nicht abgesenkt. Das bringt natürlich bescheiden wenig. Alter, und dieses Feld ist ein Schlauch. Du fährst und fährst und fährst und fährst und es kommt kein Ende in Sicht. So, hallo Startpunkt. So, in der Hoffnung, dass das auch so bleibt, bringen wir mal weiter. Ja, er ist in der BEA angekommen. Sind die jetzt entladen oder nicht? Also ich werde da nicht schlau raus. So, dann müsste ich ihn doch jetzt. Ich konnte die doch mit der Maus. Warum ärgert mich das Gerät so? So, jetzt gehst du in die Transportstelle. Was genau ist jetzt hier eigentlich gerade Phase? Kannst du den Scheiß jetzt einfach abladen? Ja, soweit habe ich das verstanden. Alter, so ein Bullshit. War Autolot schon immer so schwer? Oder bin ich einfach nur dämlich jetzt hier? Dann hole ich den Anderson zurück. Da weiß ich wenigstens, wie man den ablädt. Das liegt vorrangig daran, dass er mir da oben, genau wie jetzt, was soll das mit der neuen Karte vergrößern, verkleinern? Wen interessiert denn das? Ja, wenn ich hier jetzt jeden Ballen einzeln abladen muss, dann kann ich mir Autolot auch schenken.
ist mal I, dann ist mal Z, dann ist mal B, dann ist mal Maus. Ja, witzig ist im Übrigen auch, dass ich bei AD jetzt noch einen Punkt gefunden habe, in dem man das automatische, also Autoload abladen, einstellen kann. Das war auf Aus. Ich habe das jetzt auf Mitte gestellt. Das ist in der Beschreibung so betitelt, dass er dann auf der Ladefläche ablädt. Aber er macht es ja nicht. Und wenn jetzt offensichtlich neuerdings alle Autoload-Fahrzeuge mit Z abladen und nicht mit I, frage ich mich, warum man Autoload da dann nicht anpasst. So, ich weiß jetzt ja noch nicht mal, in welcher Arbeitsstellung er jetzt ist. Weil es mir halt nicht angezeigt wird. Füllgrenze einstellen. Ja, ich habe diesen Mod drauf. Alles in Ordnung. Aber was interessiert mich das denn bei einem Ballenwagen? Boah. Okay, haben wir mal wieder eine Folge auskotzen. Geh weg. War das Feld jetzt leer oder nicht? B? Nein. Z? Nein. B? Ich werde hier gleich bescheuert. So, aufsammeln. Was ist das hier? Die 25, ja? Dann bringst du das Ganze zur BGA? Also jetzt. Das Ganze machst du mit Rundball. Komm, kleb mich doch an die Füße. Übergeben und zack. So, er ist nicht bei 1 km/h. Das ist schon mal nice. So, 9 Ballen hast du hier noch. So, wir machen jetzt aber erstmal was Erfreuliches. Und zwar geben wir die Missionen ab, die fertig sind. Feld 25. 35.803, Feld 14 Grubbern, 34.381, Feld 5 Unkraut bekämpfen, 11.835, sowie Feld 10 Walzen, 6.574. So, putzigerweise, das ist auch Sojabohnen, den nehmen wir auch an. Ballenpressen auf der 24 nehmen wir auch an. So, du machst das schon. Du bist die 11, du bist bei 65%. Ja, du bist hier jetzt auch schon gleich durch. Dann brauche ich den zweiten Drescher jetzt, glaube ich, gar nicht großartig aktivieren. Ja, und bezüglich Oktober, Feld 18 ist noch nicht reif. Wird also erst im nächsten Monat reif. Dann ist natürlich die Überlegung, wo sind die Zuckerrüben, dass es im nächsten Monat reif wird. Dann haben wir auch nur den einen Ingame-Tag, das Ganze abzuernten. Wird spannend. Nun jagt den Drescher doch nicht so. So, so hast du fein gemacht. Ja, das hast du ja schon richtig gemacht, deswegen können wir das Ganze jetzt nochmal abbrechen. So, dann war die 24, die wir jetzt noch angenommen haben. Wenn er gerade schon hier ist, was soll ich hin und her rasen? Das ist jetzt Heu. Dann
Gib mir doch mal bitte 24, Mähen 13. Das müsste ja der ohne Schwarz sein. Achso, was ich nicht vergessen darf. Ich muss ihn hier umstellen. Das macht ja nun AD Curse Play nicht automatisch. Er fährt dann zwar den Kurs. Das heißt, erst das Vorgewende. Würde aber trotzdem Schwad ablegen. Gut, wäre hier jetzt nicht so dramatisch, weil das Schwad kann ich auch wenden. Ist halt nur blöd, wenn du das Schwad brauchst und Breitablage machst. So. Ich merke mir, ich bleibe nur mal so lange drin sitzen, bis er hinten auch abgesenkt hat. Wie geht's weiter? Du bist unterwegs zur BGA. Wo du aber ja wahrscheinlich in ein Ballenchaos reinfahren wirst. Das gucken wir uns gleich an. So, wer ist bei. Wer wird denn jetzt schon wieder blockiert und warum? Hi! Wolltest du denn hin? Du bist doch durch. Mache ich das hier gerade mal noch selbst. Das kann eigentlich. Ach, das Stoppschild da hinten in der Ecke. Ja, ja. Ja, komm her dann. Wenn wir hier gerade selbst unterwegs sind, dann snacken wir uns hier noch ein paar Euros. So, war denn hier jetzt noch was abzuernten? Überflüssig. So, dann tankt den mal ab, bitte. Kannst du das ausmachen jetzt? Die BGA. Ja, nehmen wir die hier so lange. Ach Gott, da stehen auch ja noch. Alter, ich guck gerade in den Fahrsilo. So, jetzt, ich drücke jetzt I. Bringt nichts. Ich drücke Z, lädt er sie wieder auf. Ich drücke B, es passiert nichts. Ich drücke nochmal I, es passiert nichts. Ich drücke nochmal Z, jetzt. Was war es jetzt, B oder I? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich mit den ganzen Ballen hin soll. Boah, weißt du, was wir beide jetzt bekommen? Wir bekommen jetzt eine Pause voneinander. Du fährst jetzt zum Hof, bist geputzt. Ja, und. Ich musste nochmal Z drücken, damit er einfach nur nach Hause fährt. Juhu!
Spannend, spannend, spannend. Da, Schätzelein. Gut, ich würde aber sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.